Ganz herzliche Grüße aus dem Jugendhaus Haderhausen. Gerne hätte ich euch heute in Paderborn begrüßt zum Libori-Fest am Tag der Jugend. Aber klar, die Corona-Pandemie hat alles irgendwie durcheinander geworfen. Ja, warum stehe ich jetzt hier im Jugendhaus? Weil uns ein Thema verbindet. Das Thema des Libori-Festes. Das heißt nämlich Et in Terra Pax und Friede auf Erden. Es gibt nämlich eine wunderschöne Geschichte hier im Jugendhaus, die auch zu diesem Motto passt und auch dann natürlich so mit zum Libori-Fest. Es ist eine Geschichte, die geht zurück auf das Jahr 1945. Es ist kurz nach dem Krieg. Paderborn war zu gut 90% zerstört. Der damalige Erzbischof Lorenz Jäger hat einen meiner Vorgänger, Augustinus Reinecke, beauftragt, für die ausgebombten Augustiner Chorfrauen eine neue Bleibe zu suchen. Und somit hat er sich auf den Drahtesel auf ein Fahrrad geschwungen und ist von Paderborn hier nach Haderhausen geradelt. Er wusste wohl, dass hier noch ein Kloster ist, aber in welchem Zustand es sich befindet, das wusste er wohl nicht. Bei einer ersten Kontrolle in Kleinberg musste er dann schon die Amerikaner überreden, die hier das Gebiet besetzt hatten, dass er weiterfahren durfte, dass er einen Auftrag vom Erzbischof hat. Und dann ist er irgendwann hier in Haderhausen angekommen und hat mit dem verantwortlichen Offizier der Amerikaner verhandelt und hat auch erreicht, dass die Augustiner Chorfrauen hier eine neue Bleibe gefunden haben. Aber dieser Jugendpfarrer Augustinus Reinecke hatte auch etwas im Hinterkopf. Er hatte nämlich einen Traum. Und sein Traum war immer, einen Ort zu haben für junge Menschen im Bistum. Ein Jugendhaus, ein Jugendzentrum. Und somit ist hier am Ende des Krieges, nach dem Krieg 1945, unmittelbar nach diesen schrecklichen Erfahrungen, ist hier etwas Wunderbares entstanden. Denn wir blicken mittlerweile auf 75 Jahre Jugendhaus Haderhausen. Und wir blicken auf 75 Jahre Frieden. Überall da, wo Frieden ermöglicht wird, kann was Neues entstehen, kann etwas Großartiges entstehen. Überall da, wo Menschen nicht gegeneinander kämpfen, sondern sich die Hand reichen, entsteht was Neues und wird auch Gott ganz neu erfahrbar. Hier in Haderhausen erfahre ich immer wieder Momente des Friedens. Friedvolle Momente, wenn ich hier durch die Natur gehe, durch die Schöpfung, dann spüre ich regelrecht, dass ich im Einklang mit der Natur lebe, mit der Schöpfung. Und das ist für mich ein ganz friedvoller Moment, wo ich auch Gott ganz nah bin. Denn Gott ist ja der Friede. Oder wenn ich einfach mit Freunden zusammen bin, da freue ich mich richtig drauf, wenn wir abends dann mal uns zusammen treffen, vielleicht etwas zusammen trinken, zusammen feiern, zusammen uns austauschen und voller Vertrauen unsere Freundschaft einfach auch versuchen zu leben, dann ist das für mich ein friedvoller Moment. Solche friedvollen Momente wünsche ich euch auch, dass ihr im Einklang mit euch selbst seid, mit euren Freunden, mit der Schöpfung, mit Gott. Das sind Glücksmomente, wunderschöne Momente, die sich tief in unser Herz einpflanzen. Momente des tiefen Friedens. Et in terra pax und Friede auf Erden. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr zum Libori-Fest am Tag der Jugend in Paderborn wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und bleibt behütet. Ciao.